Willkommen zum Studio 47 Wochen Update. Wir haben die Themen der Stadt in 5 Minuten. In dieser Woche wurde erneut deutlich, wie stark die wirtschaftliche Entwicklung im Ruhrgebiet von verfügbaren Gewerbeflächen abhängt. Viele der besten Flächen sind jedoch bereits vergeben und neue Ansiedlungen müssen häufig auf alten Industriebrachen entstehen. Diese Entwicklung prägt die Region und bringt einige Herausforderungen mit sich. Wie entwickelt sich die Wirtschaft in der Metropole Ruhr? Ein genauer Blick auf die verfügbaren Gewerbeflächen liefert die Antwort. Industrie und Wirtschaft brauchen ausreichend Platz zur Ansiedlung. Doch dieser Raum wird immer knapper. Deshalb werden neue Ansiedlungen auf Industriebrachen realisiert, wie auch in Duisburg, wo Brachen einen Anteil von 97% an den potenziellen Flächen haben. Allerdings sind die besten Flächen bereits größtenteils vergeben und in den Rest muss stark investiert werden. Hier müsse auch die öffentliche Hand unterstützen. Mit der Aufstellung des Regionalplans Ruhr im Anfang des Jahres sehe ich da durchaus Möglichkeiten, vor allem im Zusammenhang der regionalen Kooperationsstandorte, die ja ausgewiesen worden sind, explizit eben auch für großflächige Ansiedlungen. Wir werden jetzt sehen in den nächsten Jahren, wie diese Flächen sich entwickeln werden, ob sie dann tatsächlich auch die Verfügbarkeit sicherstellen können und wenn große Investitionen anstehen, dann auch entsprechend zur Verfügung stehen. Die DVG hat seit dieser Woche die Ausbildung ihrer Straßenbahnfahrerinnen und Fahrer modernisiert. Ein neuer Fahrsimulator ermöglicht praxisnahe und realistische Trainingsbedingungen, die einen großen Vorteil für die Schulung darstellen und den Ausbildungsprozess spürbar verändern. Die Straßenbahnen prägen das Bild von Duisburg und schlängeln sich täglich durch den Stadtverkehr. Viele von ihnen sind zwar schon älter, doch die Ausbildung des Personals ist hochmodern. Denn die DVG setzt jetzt auf fortschrittliche Fahrsimulatoren, die das Training ihrer Fahrerinnen und Fahrer maßgeblich verbessern sollen. Also für den Fahrschüler, denke ich, ist es wirklich sehr gut eine Unterstützung, weil wir gewisse Ereignisse, Situationen, Verkehrsgeschehen immer wieder wiederholt üben können. Also das heißt, es muss ja nicht immer gleich was Kritisches sein, sondern ein ganz normaler Vorgang, ich sage jetzt mal eine Klapprampe auszuhebeln aus dem Fahrzeug, damit eine Person einsteigen kann, ganz normale Fahrgastbeförderung, also das heißt die Abarbeitung der Haltestellen, des Fahrgastwechsels, natürlich auch kritische Situationen, man kann das alles wirklich dezidiert üben. Nach fast 6 Jahren ist es in den vergangenen Tagen endlich soweit. Der Neubau der Tafel Duisburg steht kurz vor der Wiedereröffnung. Der verheerende Brand hatte damals eine wichtige Anlaufstelle zerstört, doch nun kann das Angebot für die Bedürftigen in neuen Räumlichkeiten zurückkehren. Verkohltes Holz und Ruin, das ist alles, was nach dem Brand vor knapp 6 Jahren vom Mittagstisch der Tafel Duisburg übrig blieb. Ein harter Schlag für die Bedürftigen und Helfer. Seither war das Angebot hier Geschichte. Doch jetzt gibt es eine erfreuliche Wende. Ein Neubau erstrahlt wie ein Phönix aus der Asche. Besonders Günter Spikowski ist darüber glücklich. Also es ist großartig einerseits, dass es so geklappt hat. Es ist großartig, dass wir so tolle Unterstützung erhalten haben von unseren Spendern, Sponsoren. Es ist natürlich immer wieder betrüblich zu sehen, immer wenn jetzt jemand kommt und sagt, wir wünschen Ihnen viel Glück für die Zukunft. Ja, wir werden es bedauerlicherweise haben. Die Menschen, die sich an uns wenden, werden auch immer mehr. Und ich gehe davon aus, dass das auch hier der Fall sein wird. Im Duisburger Zoo gab es in dieser Woche ebenfalls Grund zur Freude. Nach monatelanger Bauzeit ist die neue Anlage für Brillenpinguine fertiggestellt. Die Tiere können sich nun in einem naturgetreu gestalteten Lebensraum bewegen, der die Küstenlandschaften Südafrikas nachahmt. Auch die Besucher haben mit der neuen Anlage einen weiteren Anziehungspunkt im Zoo. Ganz entspannt erkunden die Brillenpinguine ihre neue Heimat im Zoo Duisburg. Während sich die einen über leckeren Fisch freuen, machen es sich die anderen lieber schon mal ganz kuschelig auf dem Boden gemütlich. Nach monatelanger Bauzeit wurde heute eine neue Anlage für sie eröffnet. Diese bietet den Tieren einen möglichst naturgetreuen Lebensraum und imitiert die Küstenlandschaften Südafrikas, den Ursprungsort der Brillenpinguine. So können sie ihre ganz natürlichen Verhaltensweisen ausleben. Also das ist unsere ehemalige Robbenanlage, die wir umgebaut haben. Die Pinguine haben selbstverständlich ein Wasserbecken zum Schwimmen, wo sie jagen können. Wir haben eine Felswand, wir haben einen Wasserfall, einen Bachlauf. Sie haben eine Unterwasserströmungspumpe, wo sie durchfliegen können quasi auf den Besucher zu. Und das sind so die großen Highlights und natürlich die Nistwand, die etwas erhöht gebaut wurde.
Das war's vom Studio 47 Wochen Update. Viele weitere Themen, News und Geschichten gibt's auf unserer Website und natürlich in unserem TV-Programm täglich 24 Stunden aus der Region. Schönes Wochenende, wir sehen uns.